Und sie drehen sie sogar selbst. Film ab. Nevada Tan, das sind 6 Jungs aus Neumünster, die Rockmusik machen. Für ihre originellen Videos suchen sie sich erfahrene Regisseure. Aber die Making-ofs lassen sie sich nicht aus der Hand nehmen. Bei einer Autogrammstunde erzählt uns Frankie, wie bei Nevada Tan die Making-ofs entstehen. Making-of ist ja nur parallel zur richtigen Regiekamera, rennt dann halt noch jemand rum mit so einer kleinen Handy-DV. Filmt uns nebenbei und schneiden die dann zusammen. Das sind halt dann 10, wie wir bei Vorbei haben wir ja diese Kampfsportart gemacht, dieses Wushu. Und da sind ja dann im Making-of die 10 drin, wo wir das erklärt gekriegt haben. Da war dann zum Beispiel David Törek, ist der Weltmeister in diesem Wushu. Und der hat uns dann halt erklärt, wie David seinen Stockkampf machen muss und wie Juri die Tonkröge zerschlägt. Und das ist halt in so einem Making-of. Timo ist sehr filmbegeistert. Also Timo macht so für unsere Homepage. Wenn du auf nevadatan.de gehst, kommt so ein kleines Fenster, wo im Moment 2 Techniker von uns reden. Und das haben wir alles selber gemacht. Also das schneidet Timo selber, wenn wir unterwegs sind. Und die ganzen auch Bildbearbeitungen, halt Fotos von uns, macht auch Timo alles selber, wenn die Zeit da ist. Diese Filmbegeisterung der Jungen spiegelt sich auch immer in ihren Videos wieder. 0815 geht gar nicht. Dann schon lieber mal eine klaffende Wunde. Bei einer Kampfszene hat sich nicht hier unser David verletzt, sondern der Wushu-David, einer von den Kämpfern. Also unsere Hauptdarstellerin Lisa hat ihn ein bisschen erwischt mit dem Wushu-Schwert. Da ist dann echt Glück, dass diese Wushu-Schwerter so gemacht sind, dass man sich nicht verletzt. Und ja, sind aber nochmal mit einer kleinen Schramme davongekommen. Nevada Tan, eine Band, die am liebsten alles selber macht. Ganz nach dem Motto, ein guter Song wird erst dann ein richtig guter Song, wenn auch das Video perfekt ist. Und natürlich auch das Making-of. Ja, wie ihr seht, auch in den Musikvideos ist Wushu voll.